Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Spawn. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier in der Weltraumphase noch angelangt, ne? Und wir hatten unseren Einfluss ein bisschen erweitert beim letzten Mal. Wir haben mehr Bündnisse. Und genau, hier seht ihr die Galaxie. Und ja, was wir beim letzten Mal eigentlich gemacht haben, ist, wir haben Kohle gesammelt. Wir haben diesen Planeten hier auf T3 gebracht. Wir haben jede Menge Gewürz. Leute, ich probiere mal, dass ich das direkt bei uns verkaufen kann. So, als nächstes sollen wir nämlich hier oben 4 weitere Sternsysteme kolonisieren. Oh, warum kann ich da nicht draufdrücken? Was soll das? Hä? Moment. Warum kann ich da nicht kommunizieren? Hallo? So. Oder geht das irgendwie? Doch, jetzt, okay. Alles klar, Leute. Ja. Wir sind wieder auf unserer Heimat. So, die 20.000 werde ich... Irgendwie ist das komisch hier mit der Maus. Kauft man 2 Plakette. Aha, Leute. Wir sehen hier unten, wir können mehr Fortschritt. Kriegen mehr Fortschritt. Und ich suche dann nochmal welche, die unser blaues Gewürz verkaufen. Genau, wir müssen irgendwie immer so ein bisschen oberhalb klicken. Oh yeah, Leute. 58.000. Sehr, sehr gut. Die nehmen schon mal 58.000 für blau, für lilanes Gewürz. Und wir waren ja auf der Suche nach einem Planeten mit pinkem Gewürz, ne? Würde ich sagen. Moment, wir hatten doch auch hier ein unbekanntes Reich. Genau, da erinnere ich mich noch dran. Das war nämlich das hier, Leute. Hier, das Lillo-Reich. Die hatten uns kontaktiert beim letzten Mal. Genau, deine Form ist uns unbekannt. Du hast den Kontakt vermieden. Ich komme in Frieden. Alle war... Der sieht ja witzig aus, Leute. Okay, gut. Boah, du hast sehr günstige Koloniepakete. Ja, dann mache ich das doch mal direkt, ne? Dann kauf das Ding. Und... Ja, kleine Gesundheit. Wir müssen auch mal langsam anfangen. Mini-Glücksstrahl, sehr interessant. Wir müssen... Die Wucke ist geil. Lululul. Sehr cool. Na gut, wir müssen mal langsam anfangen, uns neue Bauteile für unser Schiff zu organisieren. Weil wir fliegen immer noch mit der Standard-Anfangsaufstellung drumrum. Und ja, das ist suboptimal. So, wir haben hier ein seltenes Objekt. Ach, diese Musik, Leute. Richtig gut. So, wir haben... Was haben wir denn hier? Frühzeitlicher Fliegenklatscher. Geh weg. Fossilien. Ah, okay, Leute. Wir haben ein Fossil gefunden. Sehr, sehr schön. Ja, wie ihr merkt, ich habe die... Auflösung ein bisschen geändert hier. Vielleicht liegt es auch daran. So, hallo. Ihr kauft das für 3.000? Das würde ich sagen, verkaufen wir mal direkt bei euch. Und das hier auch. Können wir eine Mission für euch machen? Leute. Die Aura auf dem Planeten Villa sprüht vor Leben, aber wir wissen nicht, vor welcher Art. Untersuchung, ja klar, das kann ich machen. Untersuchen die Lebensformen auf Villa, Leute. Ah, das sind die hier von unseren Freunden da. Vom Marderreich. Hm, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal, ne? Ja, ich komme in Frieden, Leute. Ich will hier nur... warum kann ich da nicht draufklicken? Das ist jetzt ein bisschen blöd. Nee, Moment. Ach, das ist blöd hier mit der Maus irgendwie gerade. Dass man da nicht draufdrücken kann. So. Mit meiner Sammlung. Ach, du heilige kleine Pflanze. So. Oh, da muss ich aber später nochmal gucken. Dass ich das irgendwie... Ja, hinkriege hier, weil das nervt. So, dann nimm noch die mittlere Pflanze mit. Genau, dann kannst du nämlich noch die große Pflanze holen hier. So.
Boah, die Grafik hier sieht schon gut aus, ja. Die Grafik sieht schon gut aus, muss ich sagen. Seit der... Da ist auch ein Tierchen. So, das ist ein... Was ist denn das? Das ist ein Allesfresser. Jo, gut. Alles klar. Cool. Pflanzenfresser. Moment, ich brauche einen Pflanzenfresser, Leute. Ah, da. Schaut mal da. So. Genau, die habe ich ja schon geholt. Und dann würde ich sagen, machen wir noch mal kurz die anderen Pflanzenfresser hier los. Oh, hier sind eure Raumschiffe. Naja, gut. So sieht die also aus, hm? Ihr liebes Marderreich. Okay. Da muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich... Ein Wasserplanet, okay. Aha, stopp. So, wo haben wir denn hier die... Da sind sie doch, die Tierchen. Ein Inselvolk, also. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir die Mission mal geschafft. Und wir kriegen wieder irgendwelche Signale hier. Können wir mit euch ein Bündnis vielleicht sogar machen, hä? Handel? Nee, leider nicht. Ihr habt auch... Moment, wir können uns hier ja... Den Interstellarantrieb 3, den hätte ich ganz gerne von euch. Damit wir mal ein bisschen weiter reisen können. So, ja, Leute. Geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich nehme es an einem Mittag auf, tatsächlich. Und, ja. Ich hoffe, dass euch das hier gefällt. So. Ich bin gerade voller Abenteuerlust. Ich mach's. Aber hab ich doch schon. Ja, okay. Das hab ich doch schon. 40.000 Support-Dollar. Sehr gut. Dann mache ich dir jetzt noch ein Geschenk. Damit du schön im grünen Zustand bist. Und dann würde ich sagen... Freunde. Bündnis hier. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Jawohl, wer soll uns jetzt noch aufhalten? Okay. So, Diplomatie. Handelsroute. Diese Anfrage erfüllt eine 2000 Jahre alte Prophezeiung. Wir sind einverstanden. Sehr, sehr gut. Wir kriegen hier gelbes Gewürz. Diplomat 3 Plakette. Mittlerer Glücksstrahl und Sammelruf. Cool, 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 Leute. Genau, wir wollten uns... Moment, was wollten wir? Genau, wir wollten weiter expandieren auf einen Planeten. Da sind die welche in der Stammesphase, aber ich möchte gerne dieses pinke Gewürz haben. Der ist allerdings in der blauen Umlaufbahn der Planeten, ne, wie wir hier sehen. Aber ich würde sagen, den kolonisieren wir einfach mal. Ja, wie ihr merkt, die Atmosphäre hier ist schon... Ah, wir haben aber eine Reihe komplett, glaube ich, oder? Ne, wir brauchen noch eine kleine Pflanze. Wir brauchen also mehr Atmosphäre und mehr Temperatur. Alles klar. Dann würde ich sagen, kaufen wir uns mal bei unseren neuen Bündnispartnern hier. Kaufen wir uns mal die, oh, die haben sogar ein wertvolles Gegenstand. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hier. So ist es denn. Wo ist es denn, der wertvolle Gegenstand? Hier. Ah, es ist ein Planetenformwerkzeug. Himmelsgrünator. Wir können den Himmel grün anmalen. Sehr interessant. Und... Ja, ich glaube, das war bei denen, ne, wenn man die Sachen günstig herkriegt. Das Lilloreich. Hallo. Können wir bei euch hier was kaufen? Tatsächlich, wir können einen Meteoritenhagel. Wir können das sogar zweimal kaufen. Dann würde ich sagen, machen wir das und nochmal einen Atmosphärengenerator. Einmal erstmal. Dann sind wir nämlich schon wieder pleite. Aber das sollte nicht so schlimm sein. Was haben wir denn hier? Ah, das X-Plix-Reich. Okay, Hallöchen. Ah, die verkaufen nur für 300. Nee, danke. Wir haben nämlich noch gelbes Gewürz. Und das würde ich ganz gerne. Vielleicht können wir das hier teuer verkaufen, ne? Wer weiß. Ah, die haben pinkes Gewürz. Sei gegrüßt, Quabertreich. Ja, 17.000, Leute. Das ist doch mal mega geil. Jo, da freust du dich, ne? So. Gut.
Leute. Ja, wie gesagt, also ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, es macht euch nach wie vor Spaß hier. Hier mit dir, hier zusammen Sport zu erleben. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal an hier. Können wir hier eine Kolonie drauf errichten? Weil ja da Leute in der Stammesphase sind. Können wir nicht, ne? Gut. Dann probiere ich jetzt mal was anderes. Da die Leute hier in der Stammesphase sind, geht das nicht, aber wir werden jetzt das erste Mal einen Stamm ausrotten. Uiuiuiui, das sind aber ganz schön viele. Gut, Waffen haben wir hier. Wir haben den Mini-Laser. Ach, so einfach geht das. Ja, okay, dann, so einfach kann man die Stämme ausrotten. Es tut mir leid, Leute. Aber ich muss euch ausrotten. Damit wir hier, eine Kolonie errichten können. Los! So, das kann jetzt ein bisschen dauern, Leute. Da ist nämlich der nächste Stamm schon. Wow! Zurück. Da unten. Kann man nicht eine Rakete drauf schießen? Nee, leider nicht. Okay. Dann macht den Stamm so kaputt. Ja, wir betreiben quasi jetzt Raubbau in der gegnerischen Stammesphase. Und ja, das ist ein bisschen brutal, aber was sollen wir machen? Das ist notwendig. So, ich komme gleich wieder, Leute. Keine Sorge. ja. Ich muss Energie aufladen mal wieder, ne? So, da muss ich mir jetzt merken, welcher Planet das war. Alles klar, das war der da oben. Gut, Leute. Wir haben braunes Gewürz gesammelt. Der lacht uns wieder aus hier. Okay. Auch nicht schlecht. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter hier die Stammesleute kaputt. Ja, die erste kriegerische Aktion in der Weltraumphase, ne? Wir machen Stämme kaputt. Es ist zwar ein bisschen unfair, weil die sich nicht wehren können, aber das ist ja notwendig. Weil ich möchte hier dieses Sternensystem kolonisieren. Und die lassen uns leider nicht kolonisieren, wenn hier noch Lebewesen drauf sind. Deshalb, ja, müssen wir leider jetzt hier die kaputt machen. So, wo war denn der nächste Stamm? Der nächste Stamm war dort. Stammesphase, ihr erinnert euch. Mit der coolen Partymucke. Genau. Zack. Weg damit. Und zack. Der Planet hier eignet sich eigentlich auch ganz gut, ne? T2-Planet, aber... Boah. Die haben nur braunes Gewürz. Das ist stinknormal. Das brauche ich nicht so. Brauche ich nicht so krass. Hier fällt Schnee, ne? Merkt ihr das? Warum fällt denn hier Schnee? Ah ja, es ist sehr kalt hier. Ja, gut. Erinnert mich irgendwie jetzt ein bisschen an den Wüstenplaneten Hot, ach, an den Eisplaneten Hot aus Star Wars. Aber ja, Leute. Ja, Monat 2. X-Plix-Reich. Okay. Da kümmere ich mich gleich drum. Woche 5 in Corona-Isolation. Ich hoffe, es geht euch besser. Mir geht's nämlich... Ich habe mich da dran gewöhnt, also... Sollte schon passen, soweit. Und... komm schon. So, liebes X-Plix-Reich. Ihr müsst noch einen kleinen Moment warten. Oder, nee, komm, wisst ihr was? Ich mach's erstmal. Ich kümmere mich mal darum. So, wo seid ihr denn, liebes X-Plix-Reich? Durch Handelsrouten kannst du irgendwann die Möglichkeit, das Sternsystem... Ah, kaufen! Aber die flüssigen Mittel sind knapp. Wenn du unser kaufen möchtest, haben wir beide Geld und können zufrieden sein. Wir können das kaufen, Leute. Allerdings muss ich dafür erstmal noch ein bisschen Kohle heranschaffen, weil ich glaube nicht, dass wir das für 100.000 Sportdollar kriegen, das Dorf. Das Dorf, sag ich schon. den Planeten. Und deshalb, ja. Ich muss, glaube ich, doch die Auflösung wieder zurückändern. Das nervt schon so ein bisschen mit der Ungenauigkeit des Mauszeigers. So, dann macht das da hinten noch kaputt. Zum Glück hat das Ding eine ordentliche Reichweite. Dass wir nicht immer hinfliegen müssen. So, noch ein Stamm. Zack.
Ach ja, Leute, wie man einfach so einen Stamm, ja, mit einem Schuss kaputt machen kann, das finde ich schon erstaunlich. Gut, aber das erklärt halt auch, wie mächtig wir jetzt mittlerweile geworden sind, ne? Und die Energie ist mal wieder knapp. So, komm schon. Ach, verdammt. So, dann flieg mal dahin, bitte. Alles klar. Dann würde ich sagen, mache ich das noch das kaputt? Wir haben die Zivilisation hier ausgerottet, Leute. Da ist nichts mehr. Unbeansprucht. Sehr, sehr gut. Alles klar, aber ich möchte nämlich hier dieses pinke Gewürz haben. Ja, würde ich sagen, baue ich direkt meine Kolonie auf. Ich finde die Mucke hier so geil. Na gut. Den Planeten müssen wir jetzt als nächstes terraformen, Leute. Bäh. Weil das hier sieht ziemlich bedrohlich aus, deshalb. Gut, wir haben eine Stadt. Sehr, sehr gut. Allerdings muss ich jetzt erstmal noch mal kurz nach Hause fliegen. Und mich mal, ja, aufladen und heilen. Und am besten noch mal hier so ein paar Gewürze mitnehmen. Oh ja, die sind schon wieder voll. Oh, 9 Stück. Oh, wie geil, Leute. Wie geil, wirklich. Wie Hammer. So, da kriegen wir auch noch mal ein bisschen gelbes Gewürz. So, hi. Ich bin wieder da. Ja, seht ihr das? Die nehmen jetzt nämlich ein violettes Gewürz wieder zu Halsabschneiderpreisen für 900. weil wir halt genug Violettes haben, ne? Das ist. Dann probiere ich jetzt erstmal, dass ich das weiterverkaufen kann, um vielleicht gleich das andere, den Planeten kaufen zu können. So, hallo. Was bietet ihr mir? 27. Das ist nicht schlecht. Dann würde ich sagen, verkaufen wir das mal und auch die roten hier. Und ja, blaues Gewürz und gelbes Gewürz habe ich jetzt noch. So. Das blaue Gewürz kriegen wir vielleicht hier gut los. Ihr merkt, es ist ein Gewürzhandel mittlerweile geworden hier mit uns. Ja, leider nicht, Leute. Leider nicht. Wo kriege ich denn blaues Gewürz weg? Hier vielleicht? Es kann doch nicht sein, dass ihr alle blaues Gewürz habt. Hallo. Genau, 8300. Das wollte ich sehen, Leute. So. Und dann hier nochmal mehr. So, Dankeschön. Gut, dann wollen wir mal sagen, wir haben 500.000. Können wir den Planeten kaufen? Kaufsystem. Ui. Eieiei. 500.000. Schade, das hat nicht geklappt. Ach du Heilige. Ja, jetzt fängst du nämlich wieder von vorne an mit dem Kaufen. Die wollen 10 Millionen Spordollar. 5 Millionen Spordollar. Ach du Heilige. Das ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen, ja. Aber gut, Leute. Dann müssen wir uns darauf weiter vorbereiten. 5 Millionen Spordollar, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Also wirklich. Gut, kleine Gesundheit. Brauche ich erstmal nicht. Nee, wir haben schon den Interstellarantrieb 3. Schaut mal, wie weit wir uns schon bewegen können hier. So interessant. Und ja, wo kriegen wir denn jetzt das gelbe Gewürz weg? Gehen wir mal hier rein. Ja, die haben auch gelbes, ne? Liebes Hullreich. Hallöchen. Habt ihr irgendwas Günstiges? Sammelruf. Nö, brauche ich jetzt erstmal nicht. Danke. Ich würde ganz gerne das gelbe Gewürz loswerden. Wie sieht's bei euch aus? So, hallo. Ja, ne? Ohne Augen. Ja, 7000. Das ist gut. Ja, du lass uns wieder aus, ne? Ist okay. Gut, wir brauchen noch eine kleine Pflanze. Ja, keine Ahnung, was das jetzt wieder für ein Signal war, aber ja, gut. Wir brauchen noch eine kleine Pflanze fürs Ökosystem dort. Hui. Ach, das ist deren Musik hier, ne? Schaut mal, was sie für Gebäude haben. Sieht ziemlich lustig aus. Alles klar, Leute. Kleine Pflanze. Ich brauche eine. Hallo? Ah, okay, ich bin dagegen geknallt, deswegen.
Kleine Pflanze? Das Ding sieht nach einer kleinen Pflanze aus. Perfekt. Oder? Was ist das? Kleine Pflanze tatsächlich. Sehr gut. Okay. Wir haben eine Reihe voll, Leute. Das heißt, wir können beginnen, unseren pinken Gewürzplaneten zu terraformen. Dann haben wir nämlich schon ein Sternsystem mehr kolonisiert. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das mal. Ich glaube, das war der hier, ne? Genau, der Aff-Planet. Sehr, sehr schön. Gut, terraformen wir mal. Ich glaube, mit den Werkzeugen, die wir jetzt hier schon haben, könnte das klappen, dass wir hier... dass wir hier zumindest schon mal diese Vulkane wegkriegen. So, Leute. Ja. Der Punkt, der muss sich jetzt reichlich bewegen. Reichlich in die Mitte bewegen. So, bitte mehr bewegen. Punkt. Und ja, wir weiten unseren Einfluss weiter aus. Das ist ja schon, wir sind auch schon wieder zur Hälfte mit der Weltraumphase fertig. Ne? Also lange ist es nicht mehr. Dein Schiff wurde... Och, du Heilige. Oh! Da bin ich jetzt tatsächlich kaputt gegangen wegen diesen blöden Geysiren hier. Ja, ist gut. Ich bleib mal lieber hier in der Nähe. Die Umgebung hier muss definitiv lebensfreundlicher werden. Guckt euch das mal an hier. Aber es sieht gut aus. Die Geysire sind zwar immer noch da. Ja, ich brauche noch einen Atmosphärengenerator, ne? Wo kriege ich den denn günstig her? Könnt ihr hier nicht irgendein Angebot machen, tatsächlich? Nö, nee, gar nichts. Okay. Schade. Gut, dann muss ich wieder bei meinen Verbündeten vorbeischauen. Und da mal noch einen Atmosphärengenerator mir besorgen. Das Raumschiff Langschwanz, genau. Hallöchen. Atmosphärengenerator habt ihr leider nicht. Gut. Wer hat denn hier Atmosphärengenerator von euch? Ich glaube, das waren die, ne? Die hatten doch günstige Sachen hier. Ja, den kaufen wir auch gerade, den Planeten. Genau, die haben es günstig. Atmosphärengenerator, her damit. So, ich möchte ganz gerne noch in dieser Folge T1 erreichen auf dem Planeten. Deshalb schnell, schnell, schnell. Und ja, die produzieren nämlich noch nichts. Wir haben zwar einen Planeten... Oh. Bitte was? Jetzt ist auf einmal hier noch zu kalt. Okay, dann mach es mal ein bisschen wärmer hier. Ah, diese Vulkane hier, die müssen dringend weg. So, Leute. Genau, am besten warten wir jetzt einfach mal ab, wie der Punkt sich verhält. Uiuiui, da sind Gewitterwolken. Ach, deswegen. Okay, da sind Gewitterwolken. Ich verstehe schon, ja. Gut, dann mache ich noch einen Atmosphärengenerator hin, tatsächlich. So. So, perfekt, Leute. Wir haben T1. Wir haben T1. So, am besten... So, die Vulkane sind jetzt nämlich weg, wie ihr seht. Schon mal saugut. Okay. Dann... Kleine Pflanze. Mittlere Pflanze. Große Pflanze stabilisieren. Sehr, 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 sehr gut. So, wir haben es stabilisiert. Wir können ein Alleswasser hinsetzen. Ah, das hätte ich nicht machen sollen. Der ist jetzt nämlich kaputt gegangen, der Allesfresser, weil wir den als erstes hingesetzt haben. Ne? Wir haben nämlich jetzt nur noch Pflanzenfresser, ja, ja. Gut, dann muss ich mir nochmal einen Allesfresser irgendwo besorgen. Allerdings können wir hier jetzt Gebäude bauen. Oder? Terrascore zu niedrig. Ach, wir müssen eine Reihe komplett. Alles klar. Leute, eine Reihe komplett. Das heißt, ach, wisst ihr was? Ich hole mir einfach hier ein paar Lebewesen jetzt einfach mal hier raus. Warum eigentlich nicht, Leute? Gut, weil ich brauche jede Menge von dem Kram hier. So. Bäh, sorry. Gut. Die haben keine Lebewesen, die haben nur Pflanzen. Aber das ist erstmal in Ordnung. Moment mal, die kleine? Das ist doch dieses Ding, ne? Ja, genau. Dann brauche ich allerdings jetzt noch eine... Hier leben nur mittlere Pflanzen. Auch interessant. Pff,
Okay. Ja gut. Dann gehe ich woanders hin. Dann gehe ich einfach auf unsere Heimat. Was war das denn für ein Geräusch, für ein Symbol da? Aber ja, gut. Ich würde mal sagen, wir sammeln mal wieder Gewürz. Sind wieder voll, meine Güte. Sehr, sehr schön. Und sammeln mal hier auf unserer Heimat jetzt nochmal ein bisschen Gewürz. Und ein paar Lebewesen am besten. Aber wie ihr seht, unsere Gewürzpalette ist schon größer, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, nehmt ihr nochmal ein paar Bäume mit. So, und am besten noch ein paar Tierchen hier. So, wo denn? Leute? Wo sind sie denn, die Allesfresser? Da fahren unsere Panzer rum, ne? So, Hallöchen. Alles klar. Sehr, sehr gut. Dann nehme ich mir noch ein paar von euch mit hier. Oh nein, ein seltsames Objekt nähert sich dem Planeten Kriberne des X-Blix-Reichs. Och nö, Leute, das sind doch bestimmt wieder die Grogs. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Aber ich muss hin. Ich muss hin und gucken, was es ist, Leute. Achso, okay. Meine Maus war auf einmal weg. Was ist es? Ja, ja, das sind wieder die Crocs hier. Gut. Lassen wir uns mal von denen kaputt machen. Lassen wir uns mal von denen kaputt machen, tatsächlich. So. Ja, gut. Da können wir nichts gegen machen. Es tut mir leid, Leute. Ja, die Crocs, die sind einfach zu heftig, Leute. Hat den Planeten verlassen. Ah ja, sehr gut. Dann fliege ich da jetzt am besten nochmal direkt mal hin. Hat den Planeten verlassen, also Kriberne. Gut, meine Verbündeten. Jo, wie sieht's aus? Die Crocs haben unsere Ware in die Luft gesprengt. Die Boutique ist geschlossen, kommt später wieder. Hä? Du warst geizig. Das gibt Minuspunkte? Okay. Sehr interessant. Haben wir hier denn noch irgendeine Rasse? Nee, erstmal nicht. Gut, wo war ich denn jetzt gerade? Ich glaube, wir wollten dabei hier den T-Score zu stabilisieren, ne? Mit einem Pflanzenfresser. Das ist kein Lagerraum für mehr Gewürz. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Oh Gott, tatsächlich. Ich brauche jetzt hier den Teil des Ökosystems fertiggestellt. Sehr, sehr gut, Leute. Wir brauchen mehr Temperatur hier. Alles klar. Ja, dann machen wir das doch mal direkt. Zoologe 1 Plakette. Cool. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, fliegen wir mal wieder zu unseren Verbündeten hier hin. Und kaufen uns nochmal einen Asteroidengürtel. Oder Sturm. Hallo. Ihr seid ja so günstig, ne? Eisstrom, nee. Meteoritenhagel, genau. Objekt kaufen und die verkaufe ich dann mal. Genau, Leute. Und vor allem das braune Gewürz. Kauft ihr sehr teuer ab. Das finde ich sehr, sehr gut. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, da jetzt gleich meine Uhr klingelt. So schnell, ja. Speichere ich das Ganze mal und wenn euch die Folge gefallen hat, hier lasst doch gerne Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und beim nächsten Mal geht's spannend weiter, wenn wir weiter terraformen. Dann würde ich sagen, kommt jetzt meine Uhr. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.